Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Herr Seibert, Sie sagen immer, für die Bundesregierung sei die Pressefreiheit ein hohes Gut. Wie bewerten Sie denn jetzt die Sperrung von zwei RT-Kanälen in Deutsch durch YouTube? Ja, erstens, es ist so, für die Bundesregierung ist die Pressefreiheit ein hohes Gut und wir verteidigen sie im In- wie im Ausland. Das finde ich nun wirklich beachtlich. Diese Bundesregierung hat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durchgedrückt, das wesentlich dazu beigetragen hat, dass jetzt massiv zensiert wird im Internet. Diese Regierung hat nichts dagegen, dass auf Facebook zensiert wird, dass auf Twitter zensiert wird, dass auf YouTube zensiert wird. Ich habe diese Regierung wiederholt danach gefragt. Sie antwortet nur ausweichend. Sie sagt, sie hat gar nichts damit zu tun. Diese Regierung hat Zensur outgesourced und sagt dann gleichzeitig, sie sei eine große Kämpferin für Pressefreiheit. Unfassbar. Zweitens, wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum Herr Seibert aussieht wie ein Begossener, nein, ich sage jetzt nicht, warum er so nass aussieht, das liegt ausschließlich am Wetter in Berlin. Es gab einen Wolkenbruch, es gab Donner, als er die Bundespressekonferenz betrat. Und weil es da anderslautende Erzählungen gerade auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Dazu will ich auch etwas ganz glasklar sagen, dass ich ihm das sogar glaube, aber dass diese Regierung eine Atmosphäre geschaffen hat und Umstände, die eben dazu führen, dass Firmen wie YouTube, Facebook, Twitter in vorauseilendem Gehorsam das machen, was sie glauben, was von der Politik erwartet wird und was in meinen Augen eben auch erwartet wird. Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Was für ein Name. Und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wie dargelegt, direkt und formell nicht, indirekt sehr, sehr wohl. Und zwar schon allein dadurch, dass sie sich bei wiederholten Fragen zu diesem Thema immer weggeduckt haben. Da hätte ein Signal kommen können. Sie hat zumindest durch Unterlassen zu tun, aber eben aktiv auch durch das Gesetz. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht. Ich dachte, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein Fakt. Ist es eine Verschwörungstheorie? Es ist eine Entscheidung von YouTube. YouTube hat sie begründet. Wir nehmen das zur Kenntnis. Auch hier wieder genau diese Doppelmoral. Man sagt, es geht einem um die Pressefreiheit und man geht nicht mal so weit, dass man sagt, dass man das bedauert. Also mehr Doppelmoral geht eigentlich gar nicht mehr. Scheinheiligkeit hätte meine Großmutter das genannt. Ich kurz nachfragen. Bitte? Steht denn die Bundesregierung im Kontakt mit russischen Stellen, die ja jetzt als Gegenschlag sozusagen drohen, deutsche Sender, unter anderem Deutsche Welle, ARD und ZDF, zu blockieren, dass die nicht mehr in Russland im Netz zu sehen sind? Aus unserer Sicht gibt es überhaupt keinen Anlass zu solchen, wie Sie es nennen, Gegenschlägen gegen deutsche Medien, die in Russland arbeiten. Und wer solche Gegenschläge fordert oder davon spricht, der zeigt aus unserer Sicht kein gutes Verhältnis zur Pressefreiheit. Dass Putin kein gutes Verhältnis zur Pressefreiheit hat, ist bekannt und das kann ich unterstreichen. Aber haben Sie das, Herr Seibert, wenn ich Sie wiederholt immer wieder in der Bundespressekonferenz gefragt habe, wenn ich wieder mal gesperrt wurde auf YouTube, auf Facebook oder anderswo, und wenn Sie immer ausweichend geantwortet haben und wenn Ihre Antworten immer so zu verstehen waren, als würde die Bundesregierung das zumindest schweigend zur Kenntnis nehmen? Herr Reitschuster dazu. Herr Seibert, ich bin jetzt etwas verwirrt. Ich war 16 Jahre Moskau-Korrespondent, habe das alles sehr gut verfolgt. Und wenn die in Russland gegen deutsche Sender etwas gemacht wurde, auch in letzter Zeit, hieß es immer, das sind private Firmen, das ist die private Wirtschaft. Und die Bundesregierung hat das dann immer verurteilt. Nach Ihrer jetzigen Aussage wäre das ja dann eine Verschwörungstheorie. Wo ist da der Unterschied? Warum ist es in Russland dann nicht die private Firma oder die privaten Netzwerkbetreiber und umgekehrt hier sind sie es? Herr Reitschuster, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe Ihre Frage nicht. Jetzt wäre ich für Ihr Feedback dankbar. War die Frage wirklich so schwer zu verstehen oder versucht es Herr Seibert hier nur Zeit zu gewinnen, indem er mich dazu bringt, sie zu wiederholen? Ich weiß es nicht. Dann erkläre ich es gerne nochmal. Ja. Also in Russland, wenn deutsche Sender, wenn gegen die vorgegangen wird, dann sagt man, das ist nicht die Regierung, das ist der private Netzwerkbetreiber. Die Bundesregierung sagt trotzdem politischer Druck. Jetzt haben wir hier die gleiche Situation. Sie sagen privater Netzwerkbetreiber. Wo ist der Unterschied?
Also hier handelt es sich um eine Entscheidung von YouTube, die YouTube mit den Regeln begründet, die es sich als Plattform selber gegeben hat. Es hat in Russland Maßnahmen gegen ausländische Medien oder auch ausländische NGOs gegeben, die wir kritisiert haben, weil es staatliche Maßnahmen waren. Nein, also in vielen Fällen waren es auch private Maßnahmen. Ich bin mit Ihnen konform, dass der Staat dahinter stand, aber formell oft auch private Fragen, zum Beispiel Netzwerkbetreiber. Gut, wir müssen das im Einzelfall diskutieren. Hier geht es jetzt um Maßnahmen, die YouTube gegen Russia Today und ich glaube einen Zweitkanal ergriffen hat, aufgrund der von YouTube sich selbst gegebenen Regeln. Und auch hier greift Herr Seibert wieder zu kurz. Weil YouTube Monopolist ist, hat es sich auch bei seinen Regeln an die Grundrechte zu halten. Weitgehend, das ist Rechtsprechung in Deutschland. Warum erwähnt Herr Seibert das nicht? Das nehmen wir zur Kenntnis. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten für die betroffenen Sender, dagegen vorzugehen. Aber wir nehmen es zur Kenntnis, es ist keine staatlich ergriffene Maßnahme durch die Bundesregierung. Formell nicht, aber wer sich ein bisschen auskennt, der hat längst bemerkt, dass der Staat die Einschränkung der Grundrechte massiv outsourced, zum Beispiel 2G-Regeln, 1G-Regeln. Ich will die ganzen Beispiele nicht aufführen. Und da das behauptet wird, ist es mir ein Anliegen, dieses hier klar zurückzuweisen. Warwick hatte auch nach der Lizenz gefragt und Anna Rose vom Radiosender Echo Novosti auch, aber sie fragt noch zusätzlich, steht die Lizenz für RT Deutsch in Deutschland im Zusammenhang mit YouTube, wie die Chefin von Russia Today behauptet? Also, wir haben jetzt hier die Maßnahme, die YouTube ergriffen hat. Dazu habe ich mich geäußert. Die Frage einer Lizenz, die in Deutschland gar nicht beantragt worden ist und im Übrigen auch nicht bei der Bundesregierung, sondern bei der zuständigen Medienanstalt zu beantragen wäre, ist eine vollkommen andere. Dann Herr Jung. Hier geht es ja darum, dass ein suspendierter YouTube-Kanal trotz Suspendierung auf einem anderen Kanal Videos hochgeladen hat, was dem Kanal verboten war. Und dementsprechend ist ja jetzt die Sperrung bzw. die Löschung erfolgt. Das heißt, die haben einfach gegen die Regeln verstoßen, die YouTube auferlegt hat. Sind Sie der Meinung, dass die russische Seite das einfach nicht verstehen will und daraus einen staatlichen Akt konstruiert und unter anderem von einem beispiellosen Akt der Medienaggression spricht? Oder muss die deutsche Seite für das Außenministerium den Russen das einfach nur erklären? Ich habe 16 Jahre in Russland gelebt und ich muss Herrn Jung aufklären, die Russen sind alles andere als dumm. Jetzt wäre ich fast zu einem Vergleich hier geschritten, aber das mache ich nicht. Sie sind nicht jung und naiv, die Russen, sie sind erfahren. Und erstaunlich, dass ausgerechnet Herr Jung hier sagt, ja, aber das sind doch die Regeln, weil Anwälte, wie zum Beispiel der Herr Steinhöfel, sagen, dass diese Regel, dass man dann auf einem anderen Kanal nichts hochladen dürfe, dass die willkürlich sei und dass die rechtsstaatlichen Maßstäben nicht entspreche und wohl auch vor Gericht nicht Bestand habe. Und dass hier ein Journalist, der Herr Jung, Zensur rechtfertigt und der Hinweis auf die Regeln von einem US-Monopolkonzern und dass ausgerechnet ein linker Journalist hier diesen US-Monopolkonzern verteidigt, ein Journalist, der sonst immer an den USA kein gutes Haar lässt, das finde ich beachtlich. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter kommentieren. Mir ist es wichtig, klarzumachen, worum es sich hier handelt und worum es sich auch nicht handelt. Es handelt sich um eine Maßnahme, eine Entscheidung, die YouTube getroffen hat. Gründe haben Sie dafür genannt. Das ist die Durchsetzung von YouTube seiner eigenen Regeln. Die müssen natürlich transparent sein. Die müssen auch gleichmäßig auf alle Personen oder Organisationen angewendet werden, solche Regeln. Da würde ich Herrn Seibert empfehlen, sich einmal mit der Praxis zu befassen, weil in ganz vielen Fällen Videos auf einem Kanal gelöscht werden von YouTube und auf dem anderen nicht. Also Willkür. Und zum Beispiel in meinem Fall wurde ein Video gelöscht. Ich wurde 2 Wochen gesperrt und danach hieß es, sorry, war ein Versehen, war gar nicht widerrechtlich, dieses Video. Also wenn man das als Regierungssprecher, der sagt, er kümmert sich um die Pressefreiheit, wenn man das nicht sieht und da einfach wegschaut, wo ist denn dann das Kümmern um die Pressefreiheit, bitte, Herr Seibert?
Es handelt sich nicht um eine Maßnahme der Bundesregierung oder staatlicher Stellen. Und das ist mir wichtig klarzumachen. Aus dem Grunde, nach meiner Überzeugung, gibt es auch überhaupt keine Berechtigung für das, was heute in Moskau zum Teil in den Raum gestellt wurde, nämlich Vergeltungsmaßnahmen in Anführungszeichen gegen deutsche Medien in Russland. Herr Seibert, auch ich als großer Putin-Kritiker muss bestätigen, dass Herr Putin nicht dumm ist und Sie können sich darauf verlassen, wenn die Russen Gegenmaßnahmen machen werden, wie Sie das nennen, dann werden die auch privat sein, genauso wie hier bei YouTube. Das ist mir wichtig, weiter will ich das hier nicht bewerten. Frau Adler, wird das Außenministerium vielleicht ein bisschen tätig und sagt den Russen, wie die Lage ist? Ja, die Russen sind so dumm, dass sie das deutsche Außenministerium benötigen, damit es ihnen erklärt, wie die Lage ist. Ich fühle mich selber als halber Russe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da durchaus etwas angegriffen durch diese Aussage von Herrn Jung. Ist das eigentlich schon Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus? Wahrscheinlich nicht, aber schön ist es nicht. Unsere Gesprächskanäle auch mit der russischen Botschaft zum Beispiel hier sind ja sehr eng. Und ist der Staatssekretär zum Beispiel auch in einem kontinuierlichen Austausch. Und wenn es da etwas gibt und wir das mit der russischen Seite besprochen haben, dann teile ich das hinterher gern mit. Dann Herr Jolka nochmal. Ja, zwei kurze Fragen, Herr Seibert. Wann haben Sie denn über die Sperre erfahren, aus den Medien oder etwas früher? Und die zweite, Sie sagten eben, man sollte alle gleich behandeln. Also im Netz kursieren ja sehr, sehr viele Verschwörungstheorien über die Corona und so. Aber tut es Ihnen denn nicht leid, angesichts der Pressefreiheit, die Sie verteidigen, dass gerade jetzt RT gesperrt wurde und nicht irgendwelche anderen Verbreiter von Fake News? Also ich kann Ihnen nur sagen, dass ich persönlich von diesen Maßnahmen, die YouTube ergriffen hat, aus den Medien erfahren habe. Das mag so sein, wobei mich hier die Körpersprache von Herrn Seibert etwas verwundert. Und weitere Gefühle, die ich dazu habe oder nicht habe, spielen jetzt hier keine Rolle. Wir haben diese Entscheidung zur Kenntnis genommen. YouTube hat sie begründet. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist keine Entscheidung der Bundesregierung. Wenn jemand, der gerade noch gesagt hat, dass ihm die Pressefreiheit so besonders am Herzen liegt, nichts zu dieser Sperrung zu sagen hat, dann hat das viel zu sagen bzw. sagt viel aus. Ganz kurz noch einmal zum Schluss. Ich bin ein Kritiker von RT, ich bin ein Kritiker von Putin. Tatsächlich wurde auf RT viel Propaganda verbreitet. Umgekehrt ist es aber auch so, dass RT viel inzwischen berichtet, was unsere großen Medien berichten sollten und nicht tun. Und deshalb muss selbst ich als großer Kritiker sagen, dass RT hier, ja, man muss es so sagen, eine wichtige Funktion hat im Informieren, auch wenn das immer wieder dann teilweise auch missbraucht wird, muss man auch dazu sagen. Also nicht schwarz-weiß hier das Ganze.